Na, kleine Maus. Hauptsächlich habe ich als Hebamme selbstständig gearbeitet. Also meine Familie hat sicher sehr gelitten unter meinem Beruf. Und hattest du denn auch schon mal eine Zeit, wo du dann überlastet warst? Ja, und dann bin ich 8 Wochen ausgefallen. Da musste ich sogar teilweise im Krankenhaus sein. Und dann kommt die Wehe wieder. Und dann kann man sich eben... Die mit dem rosa T-Shirt und dem entsetzten Blick bin ich, Elisa. Die Frau in der Badewanne ist meine Schwester Maddie, Hebamme. Einer der ältesten und wichtigsten Berufe der Welt. Und trotzdem gibt es überall zu wenige. Besonders auf dem Land, wo es immer weniger Kreißsäle gibt. Die Gründe? Viel Verantwortung, wenig Geld und lange Arbeitszeiten. Wie ist das, ständig rufbereit zu sein, Verantwortung für das Leben von Mutter und Kind zu tragen? Und was bedeutet die Belastung für das eigene Leben? Das will ich in den nächsten 7 Tagen im Rhein-Lahn-Kreis herausfinden. Ich begleite die Hebammen im Geburtshaus von Dietz. Im Geburtshaus Lebensstern arbeiten 10 Hebammen im Schichtdienst. 2 Hebammen sind 24 Stunden am Stück in Rufbereitschaft, falls eine Geburt losgeht. Zu Beginn meiner 7 Tage begleite ich Hebamme Liobard Rott bei einer Rückbildungsgymnastik. In dem Outdoor-Sportkurs haben alle Mamas ihre Babys dabei. Der Sohn von Christine Stucker war in Frühchen und kam im Krankenhaus zur Welt. Ja, ich höre immer von anderen, von diesen wunderschönen Geburten. Im Geburtshaus hätte ich schon auch gerne erlebt, aber ja. Aber war es denn so, war es denn nicht schön im Krankenhaus, sage ich mal? Oder? Also beim ersten Mal auf jeden Fall nicht. Die haben einfach nicht die Zeit wirklich dann, dass das halt lange dauern darf, so, oder, ne? Oder für gewisse Dinge. Und das ist halt, wie hast du das denn gemerkt? Oder? Naja, dass es zum Beispiel heißt, okay, nach so und so vielen Stunden wird auf jeden Fall eingeleitet, ne, so, ne, gib Gas. Sonst müssen wir dann einleiten und so, wenn das Fruchtwasser abgegangen ist. Und das erzeugt natürlich Druck und dann gibt es halt auch einfach keinen Raum. Also man hängt da auf dem Gang dann rum, ja, und jetzt zu Corona-Zeiten noch schlimmer, weil man dann alleine ist. Oh, ja. Und ja, man hängt halt auf dem Gang rum und oder man ist in einem Zimmer mit 2 anderen Frauen zum Wehen veratmen, allein, weil oft eine Hebamme mehrere Räume auch bedient. Dann ist es schon auch ein nicht so schönes Erlebnis und man fühlt sich dann, hat halt schon Angst dann auch. Ne? Mhm. Du, komm mal her, du Maus. Und tief durchatmen dabei. Lioba ist auch gelernte Kinderkrankenschwester und wurde erst später Hebamme. Dann stellt euch mal hin, Schambein nach vorne kippen oder zum Bauchnabel hin. Was macht dir eigentlich am meisten Spaß an deinem Job? Ich mag es, diese Eltern ein Stück ihres Weges, Familie zu werden, zu begleiten. Mhm. Das mag ich sehr gerne. Lioba bietet neben ihren Sportkursen auch Sprechstunden an für traumatisierte Frauen und Frauen, die schlechte Erfahrungen bei Geburten gemacht haben. So wie Julia will. Das erste Kind ist im Krankenhaus geboren. Ja, das war natürlich so anonym und medizinisch. Und man hat das Kind halt aus mir rausgeholt. Ja, die ganze Krankenhausatmosphäre. Du kommst da hin, du kriegst direkt erstmal einen Zugang gelegt. Also man hat sich direkt wie ein Patient gefühlt. Also wie krank gefühlt. Genau, wie krank. Mhm. Ja. Und warum war das erst ein Kaiserschnitt, wenn ich fragen darf? Naja, weil man auf Nummer sicher gegangen ist, würde ich sagen. Also du jetzt? Also nicht, oder? Die Ärzte. Ach so. Und weil man auch nicht so viel Zeit hatte. Und die Geburt von meinem 2. Kind war jetzt eher eine kraftvolle Erfahrung, nenne ich es mal so. Aber ja, auch ohne Schmerzmittel. Nein, und alles, ne? Ja, ohne Schmerzmittel. Nicht ohne Schmerzen, aber ohne Schmerzmittel, ja. Ja, die Hebammen sind einfach nur da und den Rest schafft der Körper einfach. Aha. Ja. Obwohl Hebammen und Ärzte im Krankenhaus vermutlich alles gegeben haben, war der Zeitdruck deutlich spürbar für die Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Im Geburtshaus erhoffen sie sich eine natürliche Geburt mit mehr Betreuung. Doch auch hier haben die Hebammen mit Problemen zu kämpfen. Es ist so ein unglaublich verantwortungsvoller Beruf. Und dafür ist er einfach viel zu schlecht bezahlt. Momentan reduzieren wir alle unsere Wochenbett.
Angebote, also diese Nachsorge, weil das besonders schwer ist. Ja, man hat dann von der Krankenkasse wird bezahlt eine Stunde inklusive Fahrt. Dann wohnen wir auf dem Land, wobei meine Freundin aus Hamburg sagt, das ist in Hamburg gar nicht viel anders. Dann steht sie vorm Elbtunnel oder so. Ja, also hier ist es halt so, ich habe dann meinetwegen Katzenellenbogen, da fahre ich 17 Kilometer hin, vielleicht hinter einem Traktor und ja auch wieder die 17 Kilometer zurück. Und dann kann ich da eigentlich von der Zeit her, die ich bezahlt bekomme, gerade mal winken. Unter diesem Arbeitsdruck leidet auch das Privatleben. Lioba sagt mir, als Hebamme ist sie oft für andere Familien da gewesen, aber manchmal zu selten für die eigene. Also meine Familie hat sicher sehr gelitten unter meinem Beruf. Ich glaube, ich habe meinen Kindern mitunter ganz schön was angetan mit diesem Beruf. Hast du es bereut? Ehrlich gesagt, frage ich mich manchmal, ob das richtig war, das zu machen. Mhm. Ja. Ja, ich habe 4 Kinder und dieses Ungewisse, ist Mama da, ist sie nicht da, wenn ich morgen früh wach werde, macht sie Frühstück oder nicht? Ja? oder müssen wir mit Papa vorlieb nehmen und wann kommt Mama wieder, ist auch nicht klar. Also das ist natürlich, wenn man im Krankenhaus arbeitet, hat Schichtdienst, ist es etwas klarer, dann kann man es wenigstens vorher sagen. Mhm. Aber wenn man freiberuflich ist und in der Geburtshilfe ist und rufbereit ist, ist es schwer. Ja, ich meine, wenn man dann als gestresste Mutter von 4 Kindern irgendwie, wenn man da mal gestresst war und der Tonfall vielleicht dann auch ein solcher war und dann ruft eine Frau an und dann säuselt man und die Kinder sagen einem hinterher, red doch auch mal so mit mir, ja, dann tut das im Herzen weh. Ja. Ja. Auch meine Schwester Maddie jongliert zwischen Familie und Beruf. Sie hat 3 Kinder, 5, 8 und 9 Jahre alt. Ein Fulltime-Job. Ja, einschnallen, einsteigen, viel Spaß in der Schule. Bis später. Wir sehen uns im Geburtshaus. Ja! Agi, du kannst mal deinen Satz noch mal lesen, wenn du den noch da hast. Was ist denn los? Komm, Ragi, bitte. Ich krieg sonst wieder Ärger von der Frau Gede, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht. Eigentlich hat Maddie eine 50%-Stelle. Aber wenn Urlaubszeiten sind oder Kolleginnen krank werden, arbeitet sie oft mehr. Mit 3 Schul- und Kindergartenkindern ist das echt heftig. Ich habe nur eine Tochter. Mein Partner arbeitet Vollzeit und bei uns ist es schon stressig, die Kinderbetreuung zu organisieren. Denn auch ich bin ab sofort in Rufbereitschaft wie die Hebammen. Meine Schwester ist wegen der Unberechenbarkeit im Job und für die 3 Kinder 8 Jahre aus dem Beruf ausgestiegen. Hattest du dann auch mal Schiss? Also hast du in den 8 Jahren schon mal gedacht, du würdest wahrscheinlich nicht wieder anfangen mit dem Job? Ja, dauernd. Also immer, wenn sich das so verzögert hat und dann denkt man erst, ach ja, jetzt bekomme ich selbst ein Kind und in einem Jahr fange ich wieder an zu arbeiten. Und dann hat man ein Kind und dann merkt man, so einfach ist es einfach nicht. Man kann nicht wieder in Rufbereitschaft gehen. Man kann nicht einfach da anknüpfen, wo man aufgehört, weil da ist ja jetzt dieses kleine Wesen, was für das man verantwortlich ist und das einen auch braucht und für das ich ja auch da sein möchte. Und desto mehr habe ich dann gedacht, nee, das traue ich mich nicht mehr. Nee, das traue ich mich nicht mehr. Die schwere Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf ist wahrscheinlich einer der Gründe für den Hebammenmangel. Welche Zeit- und Stressbelastungen Hebammen haben, werde ich heute Abend zu spüren bekommen. Ich habe Rufbereitschaft und ich bin jetzt seit 10 Stunden unterwegs. Tatsächlich hat sich eine Frau gemeldet, deren Fruchtblase vermutlich geplatzt ist. Guck, dass dein Handy laut ist und Akku hat. Okay. Und ansonsten. Allerdings hat die Frau noch keine Wehen. Meine Schwester Maddie ist heute 2. Hebamme. Das heißt, wir werden erst dazu gerufen, wenn die Geburt in vollem Gange ist. Maddies Kollegin hält uns auf dem Laufenden. Ich bin in 10 Minuten im Geburtshaus. Bis jetzt war alles noch weiter ruhig, tröbelt ein bisschen, aber keine weiteren Kontraktionen oder so. Solange es keine Neuigkeiten gibt, sollen wir uns ganz normal schlafen legen, um fit zu sein für die bevorstehende Geburt. Denn Kinder sollen angeblich gerne nachts zur Welt kommen. Ich bin richtig müde jetzt. Aber irgendwie schlafen kann ich jetzt auch nicht. Trotzdem. Ach, doch. Das lernt man irgendwann, dass man dann schlafen kann. Klar, man ist jetzt ein bisschen mehr auf Hab 8. Ich gucke jetzt 3-mal, dass mein Akku lädt und dass der Klingelton an ist und dass ich auch Empfang habe und solche Sachen. Ehrlich gesagt kann ich jetzt überhaupt nicht ans Schlafengehen denken. Zu wissen, dass die nächsten 7 Tage und vor allem Nächte mein Handy klingeln könnte und ich sofort los muss, sorgt bei mir für Anspannung.
Mein Telefon hat in der Nacht nicht mehr geklingelt. Aber die hochschwangere Frau von gestern Abend wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit heute wieder melden. Ich bin zusammen mit Hebamme Celine Simon im Dienst und wir bereiten das Geburtszimmer vor. Erstmal überprüfen wir, ob alle Geräte einsatzbereit sind. Babybeatmungsbeutel, was genau, ist das? Genau, ja, das ist einfach, wenn dem Baby, wenn es einfach Startschwierigkeiten hat und einfach ein bisschen mehr Sauerstoff in die Nase bekommen soll, ne? Und dann hilft das oft schon, hat oft schon den Anreiz, dass die Kinder dann das erste Mal tief atmen. Aber hattest du schon mal Angst, dass du die Sachen wirklich benutzen musst? Im Notfall, dass ein Notfall passiert? Also Angst ist das Falsche. Ne? Also man hat einfach einen gesunden Respekt, ne, vor jeder Geburt. Also wir müssen es wirklich nicht oft anwenden und das darf auch so bleiben. Im Dietzer Geburtshaus gibt es 2 Geburtsräume. Pro Monat sind immer 18 Frauen auf der Geburtenliste. Genau. Es kann also auch vorkommen, dass Celine 2 Geburten gleichzeitig betreuen muss. Die Frau von gestern Nacht hat zwar eine geplatzte Fruchtblase, aber noch keine Wehen. Also das heißt, es könnte sein, dass heute Abend noch was passiert. Ja, ich rechne damit, dass die Wehen mehr werden und sie sich heute Nacht wieder meldet, weil sie ins Geburtshaus kommen möchte. Ich bin ein Mensch, der gerne einen Plan hat. Aber Geburten sind leider unplanbar. Die Hebammen können nie genau voraussagen, wann sich ein Kind auf den Weg macht. Also mir ging es so, dass ich extrem schlecht geschlafen habe, weil ich immer dachte so, oh shit, habe ich jetzt irgendwas überhört oder? Ja. Ich gehe auf jeden Fall früher ins Bett. Ja, also ich werde nicht bis 11 oder so wach bleiben. Das heißt, ich werde relativ früh, ich denke gegen 9 irgendwann ins Bett gehen. Und ich kann Gott sei Dank sehr gut schlafen, auch wenn ich weiß, da könnte sich was melden tatsächlich, ja. Rufbereitschaft ist vielleicht Gewöhnungssache, aber auf jeden Fall belastend. Heute Abend kam ich gar nicht mehr dazu, mich ins Bett zu legen. Denn kaum war ich zu Hause, musste ich auch schon wieder los. Es kam der Anruf. Die Frau mit dem Blasensprung hat stärkere Wehen bekommen. Es ist 22 Uhr. Ich bin auf jeden Fall schon ein bisschen aufgeregt. Weil das ist ja doch noch mal was anderes. Irgendwie, ich habe zwar selbst ein Kind bekommen, aber jetzt quasi bei jemand anderem das so nah mitzuerleben, ist schon noch mal eine andere Nummer irgendwie. Celine ist schon im Geburtshaus und betreut die Frau mit den Wehen. Die Familie möchte aber nicht gefilmt werden. In diesem Moment ist aber noch eine zweite Frau mit geplatzter Fruchtblase auf dem Weg. Bist du denn überhaupt heimgefahren heute? Nee. Ich bin seit heute Morgen um 9 hier. Das ist halt die Sache an einem 24-Stunden-Dienst. Man kann halt im blödesten Fall auch 24 Stunden einfach hier sein. Das wird definitiv eine lange Nacht werden. Wie geht's euch? Gut. Okay. Ich bin aufgeregt. Amelie und Torben Kraft dürfen wir vor und nach der Geburt begleiten. Es ist das zweite Kind für das Paar. Amelie wünscht sich eine Wassergeburt. Da die Badewanne aber schon besetzt ist, baut Celine ihr einen Geburtspool auf. Wie ist die Lage? Gut, hält zum Auto war gar nicht mehr so viel. Okay. Aber, ja. Okay, und die Wehen haben zu Hause auch ziemlich zeitig eingesetzt nach Blasensprung, oder? Ja, alle 10 Minuten dann relativ regelmäßig. Aha. Wie viele Stunden bist du jetzt schon auf den Beinen? Schon ein paar, so 20, 23. Aber ich habe zwischendurch mal, glaube ich, eine halbe Stunde hier gut die Augen zumachen können tatsächlich. Ja. Ich habe schon wirklich so einige durchgemachte Nächte auf meiner Liste, ja. Ich bin auch so 44. Aber ich will mich nicht beschweren, weil ihr macht ja einen richtig harten Job jetzt noch. Ne? Ich sitze jetzt hier und warte. Solange die 2 Babys, die sich gerade hier auf den Weg machen, noch nicht geboren sind, bin ich weiter im Dienst. Oh Gott. Es ist 4 Uhr in der Nacht. Anders als gehofft geht die Geburt aber nur langsam voran. Celine empfiehlt mir, mich hinzulegen, um meine Kräfte einzuteilen. Ich mache im Yogaraum für eine halbe Stunde die Augen zu. Aber schlafen kann ich nicht wirklich. Gut und lange schlafen kann im Geburtshaus eigentlich niemand. Amelie und ihr Mann sollen noch einmal um den Block spazieren gehen, um die Wehen weiter anzuregen. In der Zwischenzeit hat die Frau, die nicht gefilmt werden wollte, ihr Baby geboren. Celine ist nun 24 Stunden auf den Beinen und muss die Geburt von Amelies Kind leider abgeben. Baby Jody ist geboren und ja, ganz glücklich, haben wir auch schon alles gemacht. Die gehen, denke ich, so in der nächsten halben, dreiviertel Stunde nach Hause. Und Baby Kraft, weht so vor sich hin. Die geht jetzt in die Badewanne, hab gerade und eben noch mal untersucht mit 5 cm, ganz weich. Baby Krafts Eltern, Amelie und Torben, wissen das Geschlecht noch nicht. Das Paar will sich überraschen lassen.
Aber ihr Kind spannt alle auf die Folter und lässt sich mehr Zeit als gedacht. Wie geht's euch? Ja, den Umständen entsprechend. Gerade ist die Moral wieder so ein bisschen weiter oben. Ja. Ich habe immer eingeredet, dass beim zweiten Kind alles schneller geht und deswegen kann ich das schon noch mal machen, so eine Geburt. Bis jetzt hat sie es noch nicht bestätigt. Mal gucken. Plötzlich kommt die nächste Wehe. Es ist mittags. Amelie und Torben können in das Geburtszimmer mit der großen Badewanne umziehen. Jetzt geht es plötzlich richtig los. Ich fühle so sehr mit Amelie mit. Zum einen erinnert es mich total an die Geburt meiner eigenen Tochter. Zum anderen bin ich einfach nur überwältigt, so nah dabei zu sein, wie ein Leben geboren wird. Keine Ahnung, was mich so getriggert hat, aber es hat mich einfach überrannt. Frauen sind einfach so stark. Als die Hebammen mit einem strahlenden Lächeln aus dem Geburtszimmer kommen, habe ich die Müdigkeit komplett vergessen. Und so richtig gefühlt, was das Tolle an diesem Beruf ist. Habt ihr gut gemacht? Ist das einer der schönsten Momente in dem Beruf? Definitiv. Ja. Oh Gott. Man kann nicht mehr ohne, wenn man einmal angefangen hat. Oh Gott, ey. Das ist wirklich, also... Boah. Also, es haut einen einfach Hammer, um. Ne? Hammer. Ja, und jedes Mal wieder. Und, ja. Ja. Hallo. Hi. Oh. Ihr habt es geschafft. Oh, wie schön. Oh Gott, wie toll. Ach, so stark, echt wirklich. Ja, jetzt bin ich echt auch ein bisschen stolz. Ja, absolut, absolut. Hallo, kleiner Mensch. Hallo. Oder? Was jetzt ist sie. Dann auf einmal ist sie einfach da, ja. Das stimmt. Wie war es denn für euch? Oh, super krass. Ja. Also ich habe schon zu Tom gesagt, definitiv nur zwei Kinder. Und wenn ein drittes, dann adoptiert. Aber habe ich nach Ophelia auch schon gesagt, nur dass sie einzig Kind bleibt. Und vergisst es halt dann doch wieder irgendwie. Ja. Also, aber jetzt ist natürlich, ja. Ist natürlich schon die Belohnung. Ja. Und es ist ein Mädchen. Ja. Ja. Hat sie denn schon einen Namen? Mhm. Florina. Oh, Florina, wie schön. Florina Krapp. Mhm. Ja, das passt. Kraft. Meine erste Geburt, die ich als Hebammenpraktikantin so nah begleiten durfte. Aber ich werde noch näher dabei sein dürfen. Die neue Familie darf sich aber erst noch ein bisschen kennenlernen vor den ersten Untersuchungen. 3 Stunden nach der Geburt können sie dann nach Hause. Am nächsten Morgen begleite ich eine der beiden Gründerinnen des Geburtshauses bei einem Hausbesuch. Hebamme Conny Klemm. Sie hat vorher im Dietzer Krankenhaus gearbeitet. Allerdings wurde der Kreissaal 2015 geschlossen. Als sie es geschlossen hat, das fand ich eigentlich ziemlich schlimm, weil das schon eine schönes Arbeiten dort war, ein kleines Krankenhaus mit Belegärzten. Ich wäre da gerne so lange geblieben, bis ich in Rente gehe. Ja. Was glaubst du denn, warum das geschlossen hat? Naja, wie soll ich sagen, das hängt mit Geld zusammen. Da wurde nicht genug mitverdient. Conny ist damit nicht alleine. Laut Hebammenverband haben seit 2015 in ganz Deutschland 115 Kreissäle geschlossen oder sind akut von einer Schließung bedroht. Es ist nur noch große Krankenhäuser, in denen Geburtsmedizin betrieben wird und weniger Geburtshilfe. Es geben sich in der Klinik mit Sicherheit auch alle gut und große, viele Mühe. Ja? Aber durch den Personaldruck und die viele Arbeit, die da aufkommt, schaffen die das nicht so, wie das in einer kleinen Klinik oder in einem Geburtshaus möglich ist. Conny erzählt mir, dass der Hebammenmangel auch im Dietzer Geburtshaus immer deutlicher spürbar ist. Es gibt mehr Anfragen von schwangeren Frauen für eine Nachsorge, als die Hebammen bewältigen können. Im zweiten Corona-Jahr gab es deutschlandweit so viele Geburten wie seit 25 Jahren nicht mehr. Mittlerweile lehnt man mindestens 2 ab für eine, die man nehmen kann. Das ist auch bestimmt nicht leicht. Nee, das ist bitter. Aber
wir können auch nicht mehr als arbeiten. Und wenn man bedenkt, wir müssten jederzeit heute abbrechen, unsere Besuche, weil wenn der Anruf kommt für eine Geburt, müssen wir fahren. Die Familie, zu der wir fahren, hat vor 4 Tagen ihr erstes Baby bekommen. Ah ja, wer kommt uns denn da begrüßen? Na komm. Conny macht die Hausbesuche zur Nachsorge in der ersten Woche jeden Tag. Zuerst wollen wir schauen, wie es der kleinen Luisa geht. Conny kontrolliert den Rest der Nabelschnur. Der sieht super aus, der löst sich schon. Das ist prima, das dauert nicht mehr lange, dann ist der ab. Also dann, das ist sehr schön bei ihr. Na, kleine Maus. Oh, ja, das magst du nicht. So sieht alles gut aus. Du magst du? Ich habe auch eine Tochter, aber sie ist schon 2 jetzt. Ja, das ist wieder ein Unterschied, gell? Das ist ja dann direkt ein großes Kind, gell? Ja. 740, sehr schön. Wunderbar, Kind hat zugenommen. Magst du sie so lange halten? Wenn ich darf. Oh. Das ist schön, gell? Aber du kennst es ja, du hast ja schon selber eins. Kein Vergleich mehr, ich habe voll vergessen, wie das war. Es geht so schnell, ihr müsst es genießen. So, dann gucken wir jetzt nach der Mama. Plötzlich stehe ich im Schlafzimmer von völlig fremden Menschen und halte ihren wichtigsten Schatz im Arm. Und soll überprüfen, ob sich die Gebärmutter gut zurückgebildet hat. Also drücken? Ein bisschen, ja. Und dann fühlst du innen so eine kleine Kugel. Wahrscheinlich weiter unten. Merkst du sie? Nein. Ist aber nicht schlimm. Ich weiß, wo sie ist. Das ist ja heute auch das erste Mal, dass du das machst. Da darfst du auch mal nichts fühlen. Nach der Geburt hat jede Frau einen gesetzlichen Anspruch auf eine Hebamme. Aber nicht jede Frau nutzt diese Möglichkeit oder findet überhaupt eine. Wie ist das für dich, eine Hebamme zu haben? Hättest du dir auch vorstellen können, keine zu haben? Ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, das brauchst du nicht so, ne? Aber jetzt, man hat irgendwelche Probleme dann, wie zum Beispiel die Kleine hatte den ersten Tag, als wir nach Hause kamen, diese Kolik. Aha. Und hat die ganze Zeit geschrien und man konnte sie nicht beruhigen und so. Und klar hört man das, aber wenn man die Hebamme dann noch am nächsten Tag sieht und die dann sagt, nee, das ist alles normal, alles gut, das ist schon Gold wert. Schönes Gefühl, so ein kleines Mäuslein, gell? Wie ist das für dich, Conny? So, das Verhältnis ist ja schon das familiär, kann man ja sagen. Ja, ist es auch. Das ist immer eine Freundschaft aufs Zeit, sag ich immer. Das ist ein sehr schönes Gefühl auch. Ja, und man ist halt immer ganz froh, wenn man die Eltern so nach 6 bis 12 Wochen verlassen kann, sozusagen. Mhm. Und hat das gute Gefühl, die Familie kommt gut zurecht. Also, tschüss. Tschüss, alles Gute. Bis Mittwoch. Tschüss. In Ausnahmefällen macht Conny zwischen 6 und 7 Hausbesuche am Tag. Und Feierabend ist oft nicht gleich Feierabend. Heute hat Conny Rufbereitschaft. Falls eine Geburt losgeht, würde ihr Piepser Alarm schlagen. Okay, da wird man auf jeden Fall wach. Seit den letzten Tagen weiß ich, wie anstrengend es ist, ständig erreichbar sein zu müssen. Ab wann muss sich denn eigentlich eine Frau kümmern, wenn sie eine Hebamme haben will? Am liebsten sofort, wenn sie weiß, dass sie schwanger ist. In der 13., 14. Schwangerschaftswoche ist es schon, je nachdem, wo man wohnt, aussichtslos. Oh. Wie ist das denn dann für dich und für euch, wenn ihr dann Frauen, die so verzweifelt sind, ablehnen müsst? Das tut mir entsetzlich leid, aber ich kann auch nicht mehr als arbeiten. Das kann man einfach nicht. Der ständige Arbeitsdruck ging auch an Conny nicht spurlos vorbei. Hattest du denn auch schon mal eine Zeit, wo du selbst dann überlastet warst? Ja, im letzten Jahr ist das gewesen. Da habe ich dann gemerkt, jetzt ist genug. Und dann bin ich 8 Wochen ausgefallen. Da musste ich sogar teilweise im Krankenhaus sein und konnte wirklich erst nach 8 Wochen wieder arbeiten. Über die Diagnose will Conny nicht öffentlich sprechen, aber ihr Gesundheitszustand war kritisch. Seitdem übernimmt sie nur noch 2 bis 3 Rufbereitschaftsdienste in der Woche. Mein letzter Tag als Hebammenpraktikantin beginnt mit Stress. Conny ruft mich zu einer Hausgeburt. Ich soll mich beeilen. Hebamme Conny sagt, es kann wahnsinnig schnell gehen, denn es ist das 4. Kind der Frau. Und ich bin wahnsinnig aufgeregt, denn diesmal darf ich bei der kompletten Geburt dabei sein. Vera Kröck-Saar hat schon viel Erfahrung.
Die ersten drei Kinder kamen im Krankenhaus zur Welt. Jetzt traut sie sich ihre erste Hausgeburt. Das war vorhin war, oh, da war ich echt ein Häufchen Elend, muss ich sagen. Wo du angerufen hast, dass ich kommen soll, noch mal. Davor, wo ich gemerkt habe, irgendwie passiert jetzt nichts. Ja, jetzt rückwärts im Prinzip. Du brauchst deine Zeit, der Körper braucht seine Zeit, sich darauf einzustellen und dann. Es geht doch nicht so schnell voran wie gedacht. Vor allem muss die werdende Mama sich erstmal noch um Töchterchen Clara kümmern, bis die Babysitter da sind. Conny sagt, solange Vera sich nicht auf sich selbst konzentriert, geht es auch nicht vorwärts. Und du kümmerst dich jetzt nicht um alle anderen, sondern schlicht nur um dich und dein Baby. Das wäre das Allerbeste. Hier ist richtige Stelle. Oder höher? Hier ist richtig. Gut. Conny hatte recht. Nachdem Vera sich eine Weile zurückgezogen hat, geht die Geburt langsam voran. Auch Hebamme Celine ist wieder im Dienst. Mir geht es richtig nah. Wenigstens kann ich mich etwas nützlich machen. Auch wenn es nur Handtücher im Ofen aufwärmen ist. Achtung, nochmal Luft. Nochmal Luft und schieb mal richtig, komm. Vera hat einen Tiefpunkt, weil sie das Gefühl hat, es geht nicht weiter. In diesem Moment wird mir nur noch einmal mehr bewusst, wie wichtig es ist, dass eine Hebamme sich Zeit nehmen kann. Conny macht ihr Mut. Und dann kommen wir wieder zurück. Ja, das ist ganz normal. Ja, das muss jetzt den Weg dehnen. Das muss Platz schaffen. Ja. Die Geburt braucht ihre Zeit. Conny empfiehlt, dass Vera die Position verändern soll. In der Hocke kann die Schwerkraft noch mithelfen. Ich habe Angst, dass meine Anwesenheit vielleicht stört. Deshalb ziehe ich mich in die Küche zurück. Also die Situation ist jetzt, dass noch so ein kleiner Muttermundsrest da ist. Und der hält halt aktuell den Kopf noch so ein bisschen zurück. Ne? Ärgert sie total, weil sie halt jetzt einfach will. Ne? Sie will es jetzt hinter sich bringen. Aber ja, solange der nicht weg ist, kann es nicht weitergehen. Elisa? Ja? Das Herz tun. Plötzlich wird es hektisch. Nachdem Vera ins Badezimmer gegangen ist, geht alles ganz schnell. Mach ganz, ganz langsam. So schnell, dass das Herztongerät nicht mal mehr gebraucht wird. Gleich dann. Langsam, langsam, langsam. Langsam. Noch ein bisschen. Jawohl, langsam. Alles gut. Alles gut, mein Mädchen. Guck mal, da ist er. Was für ein krasser Moment. So. Hallo Baby. Plötzlich ist der kleine Junge auf der Welt. Ja, manchmal geht's eben so. Ja, das war schön, oder? Ja, war eine richtig schöne Geburt. Aber Wasser war nicht in dem Fall förderlich für sie. Ah, okay. Ja. Wie ist das für dich nach so vielen Jahren? Ist das immer noch aufregend? Immer wieder besonders, weil es jedes Mal irgendwie anders ist. Ne? Ja. So schön. Das ist der Moment, wo dann das Kind, wenn man weiß, jetzt kommt es gleich, dann natürlich kommt Adrenalin aus allen Ecken. Ja. Und dann kam es ja auch, ich konnte gerade noch richtig festhalten und Celine hat mir den kleinen Kerl dann abnehmen müssen. Die Eltern überraschen mich noch mit einer ganz besonderen Aufgabe. Nein, wirklich? Ja. Oh Gott. Die Celine zeigt dir es ganz genau. Einmal fest, das ist schon fest hier. Jonas. Ich habe auf jeden Fall jetzt irgendwie eine Verbindung mit euch. Das werde ich nicht mehr vergessen. Die Hebammen haben Vera ermöglicht, die Geburt so zu gestalten, wie sie es sich gewünscht hat. Zu Hause mit viel Zeit und Zuneigung. Am meisten hat mich beeindruckt, wie einfühlsam die Hebammen waren und mit wie viel Herzblut sie ihre Arbeit machen, obwohl sie selbst ständig unter Druck stehen. Die 7 Tage haben mir gezeigt, wie wertvoll der Beruf und gleichzeitig, wie unglaublich anstrengend es ist, in diesem Job zu arbeiten.
Habt ihr lange gebraucht, eine Hebamme zu finden? Und wie wichtig war euch ihre Unterstützung vor, während und nach der Geburt? Schreibt eure Erfahrungen doch gerne mal in die Kommentare.